Welche Komponenten trainiere ich? Was ist mir wichtig? Die Spielform, die wir nun sehen, ist ein 4 gegen 4 mit Manndeckung. Manndeckung hat man ja früher gespielt, dann kam die Raumdeckung und mittlerweile verlieren die Jungs teilweise den Bezug zum Gegenspieler, sprich die Keimzelle, das 1 gegen 1 defensiv wird so oft vernachlässigt, weil wir nur noch im Raum verteidigen. Dafür verwenden wir diese bei den Spielern oft unbeliebte Spielform, bei den Trainern sehr, sehr beliebte Spielform, Manndeckung. Das Spiel dauert auch wieder 4 Minuten, Belastungsdauer ist 4 Minuten, auch wieder ein 4 gegen 4. Und ich spiele gegen meinen Gegenspieler ein 1 gegen 1 in dem großen Spiel. Das heißt, wenn der Gegenspieler mich ausspielt, darf er von keinem weiteren Mitspieler von mir attackiert werden. Er läuft blank auf den Torwart, schießt das Tor und wird dafür noch belohnt mit Ballbesitz. Im Gegenzug dazu, wenn ich natürlich den Ball erobere oder wenn ich den Ball habe, darf ich wieder alleine den Torerfolg durchführen. Meine Mitspieler sind natürlich als Wandspieler für einen Doppelpass oder für ein Hinterlaufen absolut geeignet und dürfen auch mitspielen. Nur darf der Gegner, wenn ich meinen Gegenspieler ausgespielt habe, nicht aktiv in die Balleroberung eingreifen. Die zweite Variante wäre ein klassisches 4 gegen 4 mit 2 Ballkontakten maximal. Ich kann sowohl direkt als auch mit 2 Kontakten spielen. Dies fördert natürlich die Ballzirkulation in der Gruppe, das Spielen miteinander in der Gruppe und erhöht dementsprechend auch die Intensität für alle. Die letzte Variante, keine Kontaktbegrenzung, sogenanntes Freispiel, ermöglicht natürlich auch mal ein Dribbling, ein 1 gegen 1, aber auch das Abspielen des Miteinander in der Offensive, auch das Verteidigen miteinander in der Defensive.